Na gut, der kann diese Runde halt effektiv nichts tun, ne? Er kann irgendwen ein Item geben, ja. Dann heilt er halt. Roland, ne? I fight for peace. Same problem with Frederica. Kann diese Runde nichts tun. Nicht dasselbe Problem mit Jens, aber. Leppnitz auf. Der ist auf Position 13, der ist auf 5. Dann bringt es bei dem ja eigentlich am meisten, wenn er sich von 13 auf 23 zurückbewegt. Keinen Schildstoß machen, das wäre natürlich super gewesen, den in den Schildkrieger da hinten reinzurammen, ne? Aber ja gut. Dies ist halt jetzt blöd, dann greift Elador halt nur an. Ach, weißt du was, das bekommst du gleich zurück, mein Kumpel. Lassen wir einfach mal das Schwert kreisen, nicht wahr? Hat doch was, oder? Oh, so, no, ist nicht mal vergiftet. FP aufladen. Die verzieht sich jetzt erstmal in den letzten Ecken und heilt sich. Ich glaube, das ist ja eher das Wichtigere. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin, aber der Kampf hier ist anstrengend. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der Kampf hier ist anstrengend. Oh, das hier ist eine zu gute Gelegenheit, um sie nicht zu nutzen. Ich werde es vermutlich hart bereuen, aber. Also, dass du den siehst, Benedict, ist sehr optimistisch. Ich sehe ihn gerade nicht so klar, aber. Shall we begin? Ich würde mich immer gerne vom Gegenteil überzeugen. Ach stimmt, ich kann ja einfach Healing Hand auf Serenora machen. Nur jetzt kann der Bogenschütze auch wen angreifen. Oh, ich sehe eine sehr schöne Position. Vorausgesetzt, ich kann da eine Flamme hinsetzen. Dann müsste ich halt Hosse Bauer da wegbewegen. Aber prinzipiell geht das. For a better world. Here I come. Don't be afraid. Aha. Oh no. Hauptsache, der hat den Bogenschützen da am Ende der Welt.
must remain calm. I've got it. Falls der eine da auf die Idee kommt, der könnte die Flammen verlassen. Werde ich ihm zeigen, dass es definitiv nicht kann. Oh, aber du brauchst so hart Healing. Yeah. This ain't ideal. Blechen. Nee, der nimmt eine starke. Passt schon. Now or never. Charge. Der Boden da ist nicht mehr verbrannt, da wo der eine Typ da drauf steht. Das ist dann natürlich blöd. Die Sache ist, wenn er sich neben Gela steht, steht er im Feuer. Ne, das kann ich eigentlich auch nicht bringen, ne? Also muss ich den Kollegen hier weiter so angreifen. I must find a way through. This is not good. Bask in your violence. For the honor of House Wolfort. Das hier. Gerade Alessandra ist gut. Ah, das hier sieht sinnvoll aus. Trifft dann halt Gela nicht, aber. Use this. Much appreciated. Besser als nichts, ne? Now it's my turn. I can't believe I let her still stand in flames, but okay. Oh nein. Ich habe Everdor jetzt in eine total dumme Situation gebracht. Dit is bleed. So kann ich den ja von hinten ambushen, wenn ich hier angreife. Man kann sich auch nicht wegbewegen. This battle is won. My pride is my shield. Allow me. Weil sie kann da nichts machen außer Platz. Damit irgendwer nicht im Feuer stehen muss. Ja, du, was kannst du tun? Du kannst dich heilen. I can do this. Let us pry out their weakness. Oh, ich kann jetzt noch nie auf ihn wirken. Aber auf ihn werde ich jetzt noch nie wirken. Wither weaker. Oh, die hat eine richtig gute Rüstung, wie das hinsetzen kann. Was? Raschheit des Falken? Ich habe die falsche Technik benutzt. Fuck. Be at ease. Thank you. Kann ich die Schleuderfalle ins Feuer setzen, ist die Frage. Wir werden sehen.
Okay, der rennt nicht ins Feuer. Schade aber auch. This is not good. I must find a way through. Bask in your fight. Irgendwas hast du gegen Erodor, oder? For the honor of House Wolfort. Aha. I'll make this quick. Leave everything to me. Sie kann das gar nicht einsetzen. This should do it. Und sie hat die LP-Pastille für sich. Here I come. Nujet macht da hinten ihr eigenes Ding. Aber erfolgreich, muss man dazu sagen. Oh mein Gott, ich kann es auf dieses Feld setzen. Nice. Flames, heed my call. I'll show you what I can do. Na schon, ich könnte den daneben hier mal killen. Wäre eine Idee, aber der macht halt eigentlich nicht viel, ist die Sache. Heilender Kreis. Ist denn gerade irgendwer immens long? Ich glaube ja nicht, ne? So, hier ein bisschen Eishauch drauf. Mag der eine Typ da, glaube ich, nicht so. There is no mercy on the battlefield. Also, ich könnte mit Xehanort theoretisch hier rausrücken, ne? Oder mit Erodor. Komm, jetzt oder nie auf. We must stay vigilant. Aha. Rammstoß. Ja, jetzt bewegt er sich ins Feuer, um auf Weatherwicker zu schießen. Okay. Die mögen meine beiden Mages da unten nicht, ne? So. Dem Kollegen, da wird erstmal... Oh, der ist bald dran. Das ist blöd. Wir haben bald nicht mehr so viel. Werde ich ihn mal versuchen wegzuhämmern. Wie gesagt, Jens ist nicht der Stärkste, aber das kann er noch gut. I must find a way. Your strategy must be refined. Boah, das ist so ein knapper Kampf. This is only temporary. I won't lose. Ohoho. Das tut weh. Also den Gegner, nicht mir. Das war klar. Ernsthaft, das killt genau. Damn it. From where shall we strike? Ausgebrochen. Hier!
Now! Feisty, aren't we? Das ist ja sogar die perfekte Position für sie gerade. Dann nehmen wir das doch mit, ne? Thank you. Ich hoffe, ihr seid beim Kampf hier genauso gespannt wie ich, weil mich hält auf jeden Fall in Atem dieser Kampf gerade. Puh. Ernsthaft? Keine Fesseln? Ich meine, wenn sie halt sowieso noch eine Runde warten muss, ne? Bietet sich auch mal gleich eine normale Pastille rein. I see a path to victory. Wen kann man denn hier buffen? Ich glaube, Roland ist in keiner guten Situation. Dafür, dass er nicht so ein harter Tank ist. Der Heiler ist ja ein Egoist. What the hell? Halt dich einfach selbst. This ain't ideal. Oh mein Gott, meine starken LP-Pastillen, die ich über das ganze Spiel gesammelt habe, gehen jetzt einfach so hart flöten. Wer hatte Bock, durchs Feuer zu rennen, oder? I'll give it my best. Okay. Leuderf. Wir haben eigentlich kaum noch Nahkämpfer, da bringt mir Schleuderfalle nicht so viel. Leider. Aber ich kann ja ein Schleppnetz auf. Auf wen wäre die Frage? Auf jeden Fall kann ich den Kollegen mal ein bisschen anhämmern. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, dass er irgendwen vergiftet. Deswegen mache ich einfach das. From where shall we strike? Der Noah hat so wenig Bock auf die Gegner, er stellt sich sogar ins Feuer. Damit ist nämlich Booker nächste Runde weg. Also sobald er dran ist, da ist sogar wert, sich ins Feuer zu stellen. Selbst wenn man den Ring nicht reinwerfen will. Come on, then. Hello there. It isn't over yet. Vor allem, weil ich von dem Typen jetzt einfach wegfliege. Und dann ist Booker sogar schon vor seiner Runde tot. Ich finde es übrigens ironisch, dass wir Booker mit dem Angriff Salz in die Wunde töten. Wenn man mal den Kontext des ganzen Kampfes sich überlegt, ne? I see a path to victory. Allow me. Ich würde aber eigentlich am... Oh, da kann ich mich ja hier unten hinstellen für... Aha, ich habe doch gewusst, die beiden da sind low. Two ashes. I won't lose. Mann, dieser Kampf hier war aber eine Erfahrung, Leute. Time to die!
I'll give it my best. Selten so ein Schild. Also, ich hatte nur einen Kampf, der schwerer war, und den habe ich nicht auf Anhieb geschafft. What would Father do? Erstmal aus dem Feuer rausgehen, glaube ich. Das wird dein Vater tun. Now it's my turn. Der volle Einsatz mache ich jetzt nicht. Die bleibt da stehen. Let us pry out their weakness. Oh, den wegzuhauen wird halt nochmal Ewigkeit dauern, weil er eine Verteidigung von 10.000 hat. Es sei natürlich, wir fesseln ihn jetzt hier. Da. This battle is won. Follow my lead. Kann man sein, dass man diese Tanks nicht fesseln kann? Langsam fühlt sich das nämlich so an. Charge. Huh. Brace yourself. Auf jeden Fall ist der da jetzt erstmal eingeklemmt. I must remain calm. Und weil es recht lustig ist, mach ich ihn mal noch langsamer. Ja, ich gönne mir gerade wirklich den letzten Gegner da schön zu mobben. Dafür, wie dieser Kampf gelaufen ist. Die Situation ist grim. Feisty, aren't we? What a pain. I won't give in. Und Eugette kann jetzt den Final Blow setzen. Oder Benedict. Benedict macht den Final Blow mit 3 Schaden. Aber oh mein Gott, war dieser Kampf schwer. Das war ein Kampf. Leute. Er hatte auf jeden Fall ordentlich Anspruch, würde ich sagen. Ach, die hatten die auch gehabt. Hätten die bestimmt auch gehabt, ne? We cannot spare him, my lady. Not when he knows what we intend to do. He was complicit in the salt fraud, was he not? Perhaps he might agree to bear witness for us. Yes, I'll tell you everything. Whatever you wish. Aha. Ich finde interessant. Then let us attempt it. Wie Anna da oben sitzt. Aha, ja, erzählt weiter. Ich höre mir das alles in Ruhe von hier oben an. Fools! You haven't won yet. Once I report to Minister Sorsley, he will crush your pathetic house. Und Anna wieder in Action. You certainly took your time, Anna. Sie wollte sich eben sicher gehen. Wollte ihn nicht unnötig töten. Aber wenn er was macht, dann... Ja, nicht mehr als nötig war. Genau. Es war einfach nicht mehr als nötig war an der Stelle. Also, ja, können wir doch gut so machen. Weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Unfortunate. We'll have to find another witness. His lips may have been sealed, but it's only a matter of time until this betrayal is discovered. Das ist natürlich die Frage, was macht der nachts hier mitten auf dem Hügel? Come, let us hurry to the capital. Danke, Mopi. Ahu, dieser Kampf war anstrengend. Also wirklich, wirklich anstrengend. After surviving an ambush at the hands of Sorsley's retainer Booker, Serenoa and his retinue arrive at the Hyzantian capital. Das verdient. Danke. Ich meine, ich habe schon gedacht, als ich gesehen habe, in was für Positioning die Gegner haben und wie viel das sind, habe ich mir so gedacht, oh Gott. Also wirklich so, ach du Scheiße, was geht denn hier jetzt ab?
Oh, dieses schöne große Tor wieder. Kennen wir doch. Hast direkt am Anfang gesagt, dass der Kampf nicht leicht wird. Yep. Und das hat sich bewahrheitet. I thank you for bringing this matter to my attention. That said, salt makes for poor evidence. There's simply no way of telling legitimate goods apart from illicit ones. Surely, as Minister of Domestic Affairs, rumor of Sorsley's illegal salt trade has reached you. Okay. Rumor, yes, but nothing more. From foreign sources, no less. I cannot help wondering if these rumors are more intended to drive a wedge between us and Sorsley, and in doing so, throw our land into chaos. Das ist natürlich immer die Gefahr. Not that I would question the honorable intentions of House Wolfort, of course. I understand you have good reason to doubt in your position, Minister Kamsel. Ja, gut. But weeding out corruption is a duty that falls to House Ferrand. If you find anything else, pray, inform me at once. Of course. Also, unkooperativ scheint er ja erstmal nicht zu sein. So, he wants us to bring him further evidence before agreeing to aid us. Das ist natürlich blöd. Even one of the Saintly Seven can only act upon the surest foundation, it seems. Können ja auch nicht willkürlich handeln. Das wäre jetzt auch sehr interessant, dann so, ja, ich mach das mal einfach so, habe ich spontan so entschieden. Ich meine, das wäre halt wirklich sehr, sehr willkürlich, muss man ja dann doch schon sagen, wenn er das einfach so machen würde. Ja, ich glaube euch das mal.